Letzten Freitag war mein Mann wie jede Woche joggen im Wald. Normalerweise kommt er nach einer Stunde zurück, doch dieses Mal war das nicht so. Nach einer Stunde 15 habe ich auf die Uhr geguckt und mich schon so ein bisschen gewundert und dachte, okay, vielleicht ist eine neue Strecke gelaufen oder irgendwas ist passiert, umgeknickt oder so. Man fängt dann langsam an, sich Gedanken zu machen. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch eigentlich gar keinen Grund habt, euch Sorgen zu machen, doch irgendwann eine Kleinigkeit passiert und dann fängt es an, sich im Kopf zu drehen. Und nach einer Stunde 30 habe ich gemerkt, ich habe so die ersten Bilder von, ach du Schande, hoffentlich liegt er nicht irgendwo tot am Wegrand im Kopf. Auch wenn ich vom Verstand her weiß, wahrscheinlich ist das nicht so, habe ich trotzdem diese Bilder und man fängt an, sich immer wieder um diese Gedanken zu drehen. Wie so ein Sorgenrad, das immer weitergeht. Solche Gedanken sind völlig normal, in ganz verschiedenen Situationen. Und wenn du merkst, jetzt kommen plötzlich solche Emotionen hoch, dann hast du drei Optionen. Option 1 ist, du lässt die Gedanken einfach zu und dieses Sorgenrad weiterdrehen. Option 2 ist, du blockierst alles sofort und sagst, nee, ich will mir keine Sorgen machen, mach mir keine Gedanken und blockierst es im Kopf. Und Option 3 ist, du lässt die Gedanken zu oder die Emotionen in dem Moment zu und versuchst, die zu regulieren. Und das ist tatsächlich die beste dieser drei Varianten. Weil alles rauszulassen ist keine Lösung, weil wir dann irgendwann durchdrehen. Option 2, alles zu blockieren, ist auch schwierig, weil es extrem wichtig ist, Emotionen nicht zu unterdrücken, sondern Emotionen zuzulassen und dann Option 3 zu regulieren. Die Frage ist, wie kannst du das tun? Eine ganz einfache Technik ist folgendermaßen, wenn du merkst, es kommt in deinem Kopf hoch und es dreht sich immer weiter, dann sag ganz laut Stopp, wirklich Stopp zu deinen Gedanken, zu dir selber. Es ist wichtig, dass du es laut aussprichst. Und dann stell dir zwei Fragen. Die erste Frage, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Nehmen wir nochmal, mein Mann ist joggen im Wald. Das Schlimmste, und das war ja das Bild, was ich auch im Kopf hatte, ist, er liegt tot am Wegrand. Und dann stellst du die nächste Frage, was ist denn das Beste, was passieren könnte? Das Beste ist zum Beispiel, er hatte den schönen Sonnenuntergang gesehen, hat noch einen guten Freund getroffen, dann haben sie zusammen Bier getrunken und er hatte den Abend seines Lebens. Ja? Also das heißt, wir haben zwei Optionen. Einmal das Schlimmste, was hätte passieren können, Tod am Wegrand, und das Beste, was hätte passieren können. Und dann stell dir die Frage, wie wäre denn die Mitte? Denn das ist meistens das, wo es in Realität landet. Also das heißt, in dem Fall von meinem Mann wäre es weder Tod am Wegrand, noch er hatte einen tollen Abend mit seinem Freund, sondern wahrscheinlich er hat eine neue Joggingstrecke genommen und hat sich verkalkuliert oder er hat sich den Fuß umgeknackst. Sowas in der Art. Das ist meistens die Realität. Denn wenn wir in diesem Sorgenrad sind, sind wir meistens in dieser extremen Negativspirale, also im schlimmsten Fall. Nehmen wir mal an, dein Chef sagt, Montag möchte ich dich zum Gespräch sehen und du hast das ganze Wochenende dir Sorgen und Gedanken zu machen. Dann fängt das oft bei uns an, ah, Hilfe, was habe ich denn verbockt? Ja, werde ich vielleicht gekündigt? Schmeißen die mich raus? Kriege ich sonst irgendwas wie einen Anschiss? Also sowas geht meistens im Kopf ab. Dann kannst du dir die beste Option vorstellen. Zum Beispiel, du kriegst eine Beförderung. Und meistens passiert eben weder dieses ganz Schlimme, also du wirst gekündigt, noch das Beste, du wirst befördert, sondern die Realität ist irgendwo in der Mitte. Zum Beispiel, er möchte dir ein Feedback geben oder es ist auch irgendwas Gutes, was du gemacht hast. Diese Emotionen zu regulieren ist extrem wichtig, wenn wir gut durchs Leben kommen wollen, weil es eben darum geht, nicht alles total offen zuzulassen und sich davon treiben zu lassen. Und es geht auch nicht darum, alles zu blockieren, weil wir dann irgendwann durchdrehen, sondern wirklich darum, Emotionen wahrzunehmen und dann zu überlegen, wie kann ich sie jetzt regulieren.